Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu Battleblock Theater mit dem bösen Räuber, der dem niedlichen König verhaut. Auch bekannt als Lumi. Du bist dann unniedlich. Hallo, du, ich hab wohl voll die niedliche Krone und den niedlichen Bart und voll weise und so, und du machst irgendwelchen Bombenterror, du Terrorist. Ich finde, wir haben hier voll die weihnachtliche Stimmung. Ich mit meinem Schal und du bist so die drei heiligen Könige. So. Ja. Magst du jetzt auch mal was arbeiten? Nö. Magst du auch mal was treffen? Nö. Jetzt aber. Du stirbst. Ja. Geh runter. Zu früh. Achso, ich muss runtergehen. Das ist kaputt mit dir. Ich dachte, du wolltest weiterspringen einfach direkt. Nein, ich muss doch da halten. Dann stell du dich halt drauf. Da kamst du bis zu mir. Weil du wieder Beef angesagt, oder was los mit dir? Ich helfe dir ja wohl, hallo? Du hast gerade durchgeholfen. Ohne Hilfe kommt man da nämlich gar nicht durch. Klar, ja doch, kommt man. Also hier brauche ich dich wieder. Warum brauchst du mich wieder, ja? Ganz ja. Welche nur rumgeschunden. Weißt du, ich bin so ein hilfreicher König und dann werde ich hier nur geschunden vom bösen Räuber. Hilfreicher König. Ich bin ja wohl super hilfreich. Ich sterb sogar. Ich habe mittlerweile schon richtige Fähigkeiten entwickelt, gegen dich zu überleben und das Spiel. Wie hau ich am besten wann zu? Wann springe ich hoch, wenn du ausholst? Oh, verdammt. Oh nein. Please be careful, Mommy loves you. Entschuldigung. Nee, ich hab dich gar nicht geschubst. Du bist einfach selber gelaufen. Ich hab dich geschubst. Also das zweite nützt uns schon mal nix. Den hüpfe ich einfach grad nochmal rein, um es zu beweisen. Wo bist denn du? Oh nein, das ist ein Bug, ich komme jetzt aber nicht mehr raus. Ja, du hast getötet, Quatsch, sehr gut. Ja. Oh, ich komme hier aber immer wieder hin. Vielleicht bist du irgendwas Neues aktiviert hast. Ah, jetzt ja. Wow, das war ganz schön schwierig. Einmal drauflaufen, war direkt fertig. Ich hab schon gefragt, was das noch gleich war. Das war hier, wo du es gleich machen musst. Wow. Danke. Sie blockiert einfach. Jetzt schon wieder maßlos überfordert gewesen. Dankeschön fürs Aufhalten. Ich brauche eine Facecam. Ich brauche wirklich eine. Warum? Wenn du mal siehst, mit was für Mörderblicken ich dich bedenke. Hilf mir, mein Untertan! Ich will gar nichts. Auch schön alleine machen. Und dann wollen wir denn da hochkommen? Ich muss dich werfen nach oben, oder? Oder da ist wieder ein Geheimgang. Dass der dieses Feuerding von rechts, dass er da ranspringen kann. Nope. Hey, von welchem Feuerding redest du denn? Jetzt von dem hier. Da war links davon. Von rechts soll man dran springen können. Sag, von dem Feuerding rechts da dran springen. Nee, von rechts ans Feuerding springen. Das ist was anderes als von dem Feuerding rechts. Nee, ich. Keine Ahnung, wie ich jetzt gesagt habe. Leute, spult zurück und schreibt in die Kommentare, wie ich es gesagt habe, bitte. Sag einfach, ich hatte recht. Nein, Frauen haben nie recht. Oh, was ist das für eine Aussage? Und Frauen dürfen kein Recht haben, weil dann reiben die uns das jahrelang in die Nase. Das ist gar nicht wahr. Immer diese Klischees hier. Wir müssen da links irgendwie dran, glaube ich. Ja, wir müssen das ein bisschen timen. Sag, wir müssen das timen. Dann timen mal. Tschüss. Wie hast du das gemacht? Ja, mit Timing. Yay, yeah, ich hab's geschafft. Ja, mit Timing, ne? Mit Timing. Dann time mal. Dü-düm. Wir haben eins vergessen irgendwo, wieder ein geheimes Ding wahrscheinlich. Sieht man aber halt auch nicht, ne? Ne, muss halt probieren irgendwo. Irgendwelche Ecken, irgendwelche komischen Stellen. Oh, ich hab mich geopfert, jetzt bist du dran. Wir sind quitt. Jetzt bist du wieder mit Opfern.
mache ich hier? Oh. Oh nein. Alles klar. Au. Tschüss. Aber wir müssen doch da irgendwie dann rüberkommen. Du musst wahrscheinlich wieder. Nee, du musst wieder ins All zurück und dann nach rechts, oder? Das welcher kann Teleporter sein. Ist denn das? Oh, gute Frage. Der in der Mitte, der da. Aber okay. Du kommst nicht wieder zurück. Alter, also, ich kann auf dem Teleporter stehen. Läuft. Und man kommt nicht mehr zurück. Das ist aber lustig. Oh doch, da komm ich zurück. Aber ich war direkt welchen tot. Denn? Ich glaube, irgendwer war ich direkt tot. Den da? Nee, dem? Dem? Warte, ich hab's auch geschafft. Dem? Aber das nützt ja nichts, wenn du trotzdem direkt tot bist, bist du wieder verpackt. Ich häng schon. Aber irgendwie muss es doch gehen. Geheimgang irgendwo? Da er hat sogar drr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 
Ja, aber super. Den zu vernichten, ist aber echt eine Kunst gewesen. Na, ich wurde von der Rakete zerstört. Ja, aber das ist trotzdem. Das ist. Das war gerade. Dass der nicht auch noch ins Wasser gefallen, das ist meine Güte. Tut mir leid. Das war nicht deine Schuld, das war einfach. Das Spiel hat gesagt so, fickt euch, ihr kriegt den Hut nicht. Das stimmt. Das würde ich sofort unterschreiben wollen. Lass uns doch einfach mal gemeinsam gegen das Spiel sein und nicht gegeneinander. Zur Abwechslung. Das ist aber langweilig. Stimmt. Schaffst du es? Na super. Glaube. Wir brauchen ja schon eine ganze Weile. Ach, verdammt. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön, meine Untergebener. Wie nicht eine Untergebener, die diesen komischen Akzent mit dir spricht. Was immer das auch sein soll, echt. Es ist wirklich weder Russisch noch Französisch noch irgendwas. Oh, kommen wir jetzt schon Richtung Endgegner? Ja. Oh mein Gott, sehr schön. Ich bin gerade so voll im Speedrun-Mode. Das freut dann wird sich das ja nix. All of Dudes. Miau, 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 miau. Dude Number One. Das ist der Gründer hier, oder? Das sind die ganzen Anführer von dem Theater wahrscheinlich. Das sind Hatties. Hier ist der Space Beer! Ja, das weiß man jetzt nur, wenn man andere Spiele von Behemoth spielt. Wer Space Beer ist. Oh. Das war schon mal schlecht getan. Ich dachte, ich wäre du. Ach komm! Und dann geht's mit einer Rakete ins Gesicht, das Scheißding. Nein! Schweine! Schweinchen! Mist. Darf man mal fragen, was das soll? Ich wollte das Schweinchen mitnehmen, weil ich damit was machen. Ich kann nicht mehr dafür, dass beide mitnehmen. Ich wollte nur eins haben. Ja, das sagst du jetzt so. Ja, sag ich jetzt so. Oh, verdammt, jetzt geht wieder nach unten. Okay, also soviel zum Thema Speedrun-Feeling. Verstehe. Wie verstehe? Oder auch nicht. Ah, wieder auf mich drauf getreten. Immer werde ich von meinen Untergebenen benutzt. Warte mal, wir müssen uns da mal eine Lösung ausdenken. Genau, so dachte ich mir das. Also, hast du gut gedacht. Denken kann ich gerade nicht so gut, aber machen kann ich. Damit ergänzen wir uns doch ganz gut. Ja, wenn man nicht beide gehetzt werden. Ein Stückchen hinterher, weißt du? Nein! Geht's hoch? Ah, verdammte Kacke, Mann! Ja, man darf nicht doppelt springen. Och ja. Das Spiel mag mich nicht. Oh doch, jetzt magst du dich nicht. Aber dann, doch, irgendwann muss man doppelt springen, weil dann sonst endest du im... Nee, du kannst es komplett nicht mit durchmachen. Anlauf, du kannst es komplett ohne machen. Aber nur, wenn du spät springst. Oh. Stopp mich. Geh weg. Du volle Kugel. Ich hab dich angestupst. Ach scheiße, da war es ja schon zu Ende. Du kommst doch nicht weiter als so. Doch, kommt man muss einfach nur schnell. Also. Ich bin komplett von vorne gerannt. Ich. Ah, ich hab's geschafft. Hat gereicht. Oh, jetzt. Hinter Klaas. Bin denn da hochgekommen? Ach, da gibt's ein Jetpack? Ja, da gab's zwei Jetpacks. Ich hab beide genommen. Na, verdammt, ducken. Sehr schön, danke. Hier bist du zu zweit, oder? Keine Ahnung, wir müssen die Dinge halt. Da oben! Ach so. Okay, unten ist frei, aber unten brauchen wir glaube ich gar nicht. Dödüm. Ja. Werf mich. Oder auch nicht. Okay, ich werf, würde ich jetzt nochmal werfen, wenn du rüberkommst. Ich hab mich wieder mit dir verwechselt. Das geht so nicht. Müsste ich von wahrscheinlich von da unten aus irgendwie werfen. Nee. Nope. Irgendwie klappt das nicht. Das klappt. Oh. Ach, doch. Du musst mich nur mitnehmen. Ich bin dead. Dann nochmal. Große Verantwortung hast du, dass ich dich da rüberbringe. Dann nimm sie doch auch wahr. Nein.
Nein. Für mich ist es so, bis du hochkommst tatsächlich. Auch nicht. Also so, dass dich... Okay, nochmal. Run! Timing! Ich bin tot. Du hast es gut gemacht. Platz da! Du fettes Etwas, ey! Boah! Ja, du bist dicker als ein Schweinchen! Oh, verdammt! Ich komm nicht mehr ran! Toll! Ich hol mir die Schweinchen zurück! Ah, verdammt, da war noch ein Sprung! Jetzt fällt mich nicht ganz unten. Nein! Haben wir da oben das Ding aktiviert? Bahn? Da unten! Ich will zurück! Ich will zurück! Setz mich zurück! Ich hab's gelebt, überlebt! Okay, dann brauch ich nicht mehr zurück. Guck mal, ich nehm sogar nur ein Chatpack, damit du mitkommen kannst. Na, ich sterb trotzdem. Wo bin ich denn jetzt? Boah, wieder da unten, willst du mich verarschen? Links ist übrigens noch eins bei den Jetpacks. Hier war keins mehr. Doch, da, wo du gerade dein Kopf hingeflogen ist, bei mir zumindest. Dann ist es nämlich auch einfacher, den Weg zu machen. Wir konnten sich gerade ewig nicht entscheiden, wo... vielleicht sollten wir das da unten nicht aktivieren. Aber da ist noch ein Dings. Komm. Ja, so ist es doch viel einfacher. Hier ist wieder ein Fass, falls du eins mitnehmen möchtest. Ja, ich bin nicht sicher, ob wir es brauchen. Hm, mich auch nicht. Ich kann so eh nicht bis da hoch mitnehmen. Dann nehmen wir es mal mit. Verdammt, gut. Ach, die gehen ja durch die Dinger durch. Oh. Mies, Kacke! Oh. Dead! Ja, du hast den zweiten genommen, sehr gut. Scheiße, ey. Nein, ich darf nicht hochspringen. Ich möchte nicht glauben, dass dieses Spiel echt Spaß macht. Es ist halt nicht unfair, sondern... It's the Dark Souls. Entschuldigung. Haben wir eigentlich anders? Ansonsten ist es ESC. Sehr gut. Bis auf mein Ziel gegangen, damit wir das Zeitliche schaffen. Vermuten wir, haben nicht alles. What? Da ist ein Schiff. Achso. Oh, das Schiff. Ja, ich bin direkt drin. Andere was? Piraten nehme ich nicht mit auf Schiffe. Würde ich gerade wütend an. Mir ist ja wunderlich nichts mehr getan. Kannst mir auch gar nichts mehr tun, weil ich immer noch meilenweit weg bin von dir. Ich bin wieder da. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich wieder zurück. Moment, wie unfair ist das denn? Warum treffe ich denn die Lücke nicht? Verwirrend. Dankeschön. Tschüss. Ist lustig. Merkst du, wie ich lache? Das ist mir tatsächlich das nicht egal. Da links ist noch was, wo man durch kann, wenn ich hier drauf stehe. Da habe ich nichts mehr zu tun. Keine Bombenanschläge hier. Sonst mache ich. Gib's Gas. Werd mich schon irgendwann in dir rächen. Und wenn ich mich selber mit dir in die Luft springe. Ganz ich würde dich ja nach links werfen. So, du bist mich darüber. Ja. Oh. Wobei, nee, wir hätten hier wahrscheinlich nicht. Das war irgendwie ganz gut. Ja, aber wie kommen wir an das Knäuelchen ran? Ja, da darfst du dir jetzt was ausdenken. Ich komme gar nicht hier ran alleine, weil das geht hier weg, wenn ich hier runtergehe. Aber ich kann doch hier oben. Achso, da oben kannst du. Na gut, dann mach mal. Aber ich warte, ich muss dann wieder weg. Ah. Ja gut, das ist jetzt... Jetzt kommen wir nicht mehr zurück, oder? Mal gucken. Nope. Nicht so aus.
Jetzt kannst du nochmal zurück. Ah. Ja. Nope. Ich bin so unfähig. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Jetzt. Ja, lass dir ruhig Zeit. Wir haben ja auch noch eine Minute. Was denn jetzt? Ich habe Reset Level gemacht. Warum? Bevor ich mich da 3 Millionen mal töte? Wir müssen doch da später eh dann. Es tut mir leid. Aber ich finde das lustig. Liebste tut das gar nicht leid. Das ist doch ein bisschen. Ich glaube, wir müssen nach links. Ich habe gar keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Dann habe ich die ganze Zeit versucht, weiterzuleben irgendwie. Jetzt mit Timing. Na? Mit Timing. Dankeschön. So, und jetzt bist du hier. Oh. Mach's weg. Hab ich schon. Ich will dich zurückholen, es tut mir leid. Ja, das war mein Fehler. Gebe ich ausnahmsweise mal ehrlich zu. Achso, werfen musst du mich in die andere Richtung. Ja, nimmst du mich mit? Tür. Hey, eben bin ich doch durchgekommen. Dann beschränke ich ja doch die Arme. Da ist eh nur ein Shakepack. Ich will trotzdem dann mit. Kommst du auch alleine mit, oder? Nee, bevor weil wenn ich hier runtergehe, geht Ach das so, zu. Dann, ich aktiviere es ja dann oben. Aber ich komme gar nicht bis darüber gesprungen, oder? Alleine. Doch, doch, es ging doch vorhin auch. Nee, vorhin wurde ich mit teleportiert, weil ich gestorben bin. Ach so, okay, warte. Geht so, danke. Reicht, wenn du da stehst und das frei machst. Ja. Oder ich sterbe halt einfach komm mit. Oder ich komme auch nie mit. Nope. Man muss halt wirklich 3 Etappen machen. Nein, falsche Richtung! Ich wollte nach rechts und nach links. Ach Mann. Das vorne auch auf Anhieb mal geschafft. Das ist echt ein bisschen Glückssache. Wenn du halt das A spammst wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht mehr, was ich gekriegt hab. Jawohl. Geht. Gehst du? Oh, verdammt. Ja, würde ich tun, theoretisch. Wenn ich. Warte mal, ich muss hier runter. Dann macht sich das nämlich einfacher. Ja, jetzt du. Ups. Okay, das habe ich zumindest nicht getroffen. Okay, jetzt sind wir wieder hier in der Mitte. Ah, jetzt gehen da Sachen weg. Hä? Jetzt geht's. Jetzt lang. Da lang? Da lang, oder? Ich denke da hoch, ja. Entschuldigung. Ich muss da hoch auf das Ding springen, was da halt kommt. Und dann. Auf welches von den Teilen wird denn von dir beeinflusst? Alle, die jetzt weg sind. Außer die immer wieder. Du könntest ja vielleicht zwischenzeitlich, wenn ich da unten stehe, vielleicht runtergehen von dem Ding, weil dann komme ich nämlich auf. Hier, genau. Och, fick dich, ey. Jetzt weg, weg, geh doch wieder drauf. Geh wieder drauf, weg, 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 weg. Du musst mitspielen. Moment, ich will heute nicht langsam. Du bist kein Support. Nein, ich bin Kirby, ich gehöre dich nie Support. Jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder. Ich hab nichts damit zu tun. Du hast mich nicht abgrunzen lassen. Ich bin gegen einen fetten Königsarsch gesprungen. Aber ein König braucht den Popo. Der muss den ganzen Tag sitzen. Stell dir mal vor, König ohne dicken Popo. Und ohne Kissen. Warum nur? Warum machst du das? Da hochspringen müssen. Ach, jetzt geht's eh wieder automatisch hin und her. Ich hab jetzt die Automatik aktiviert. Ach, verdammt. Ducken hat gefehlt. Wow. Moment. Jetzt war ich vollkommen aus dem Tritt.
Oh, zu früh aufgestanden. Okay, mein Fehler. Ne, Moment. Nee, gehen wir nochmal. Danke. Ja, so. So, ja, perfekt. Oh, verdammt. Go, go, Lumi. Dein Ernst. Musst du ankommen, ja. Sonst komm ich nicht mehr rüber. Ah, doch, geht schon. Ich kann's hier nicht. Geh doch alleine, ohne. Ja, ich bin dann in die Spur gesprungen, aber ist egal. So, go. Ja. Oh. Entschuldigung. Das sind wieder meine Fehler. Okay, jetzt dauert's wieder. Ich möchte mich in die Ecke stellen, dann stirbst geht's, wenn du hier drüben rauskommst. Geht auch so. Zu früh. Irgendwann komme ich dich mal besuchen. Nur um dich zu töten. Komm bei. Sind wir jetzt quitt? Na gut. Aber ich mache so Sachen im Gegensatz zu dir nicht absichtlich. Ja, okay. Aber ich habe Spaß daran. Ich versuch's gerade zu timen mit dir, aber irgendwie sind wir nicht im gleichen Rhythmus. Soll ich versuchen mit dem... Okay, sehr gut. Und... Nein! Das ist in der Tat nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh shit! What the fuck? Danke. Wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Ich glaube, ich muss hier bleiben, oder? Ich komme aber doch nicht hoch sonst. Oh, warte, das ist hier schon. Bring mich ins Ziel. Ich komme halt sonst nicht hoch. Ah, das war 2 Sekunden. Oh, verdammt. Erstmal Säure baden. Du auch. Du bist dreckig. Selbstmordattentäter gibt's auch noch. Oi. Wir sind halt politisch. Wenn ich dich immer hier unten direkt umkriegen würdest, dann wären wir viel schneller. Ja, daher liegt's, weil das Punkt ist komplett aus dem Tritt, ne? Ja. Für die ganze Runde dann hier, überall. Lag auch daran, nur weil ich dich unten umgebracht habe. Jetzt vielleicht nicht, warum aktivierst du denn immer dann links? Weil ich aber aktivieren muss und kann nicht hochspringen. Du kannst auch einfach spring doch einfach rechts hoch dann. Du kannst nicht rechts hoch springen, weil das Ding vorher nicht weggeht. So, jetzt mach. Hallo? Ja. Brauchst mich gar nicht hier. Du warst so hoch. Nur wenn jemand da den Knopf drückt. Ja. Das war ja eine Hilfe. Bei mir habe ich da niemand zugekriegt, dass du mir hochhilfst. Bin aber knallhart gestorben. Bin durch alles durchgefallen. Irgendwie tut's mir bei dir nie leid, wenn du stirbst. Ich weiß auch nicht warum. Das sicherlich nicht, weil ich so ein böser Mensch bin. Ich bin aber so ein lieber Mensch, das ist irgendwie. Ich bin so lieb, dass es dir nicht mehr leid tut. Das ist so umgekehrte Logik, weißt du? Hä? Na, Minus mal Minus ist ja auch Plus. Oh. Das leuchtet allerdings ein. Ah! Oh Mann. Ich hab keine Lust mehr. Komm, ist das letzte Level, wir schaffen das. Ich will da jetzt ankommen. Ey, ich will auch, dass du hier ankommst. Ich fand, es ist nur die Hälfte des Levels so ungefähr. Ich würde ja auch dir irgendwie, dass du hier drüben rauskommst, aber das geht nicht, obwohl ich hier drüben stehe. Kommst du wieder drüben? Soll ich irgendwo anders hinstellen? Das verändert irgendwie den Algorithmus so, dass ich bei dir lande. Jetzt. Oh, alles klar.
Ich stand nicht drauf, das war jetzt automatisch. Super. Geht jetzt automatisch auf und zu. Bist du denn gut? Ja. Mega. Sehr schön. Moment, jetzt so Timing. Ja, so wird's gut. Sehr gut. Den kriegen wir nicht mehr, oder? Doch, war aber jetzt nicht mehr. Das war jetzt nicht meine Schuld. Na. Also ein bisschen schon, aber nicht niemals. Sehr. Ich dachte, wenn ich so einen Millimeter drauf bin schon. Dankeschön. Bitteschön. Keine, was aktiviere ich denn hier eigentlich auf dem Knopf? Ach, der links oben aktiviere ich, okay. Jetzt machen. Und rüberspringen, jetzt hier springen! Hier? Ich dachte, du springst nach rechts direkt tatsächlich und nicht nach links. Das habe ich vorhin probiert und dann bin ich an den Stacheln gelandet. Deswegen dachte ich, man kommt vielleicht links auf diesen Knopf. Ja, ich muss halt unten auf den Knopf gehen, während du oben rumdönst. Einmal im Leben will ich hier hoch ohne dich. Ich bin aber falsch gesprungen, ey. Aber du warst eine Sekunde langsamer als ich, obwohl ich dich vorher immer noch getötet habe dabei. Und jetzt habe ich ihn wieder überholt. Was tust du eigentlich? Das hier machen, damit du besser hochkommst und nicht direkt links den Knopf aktivieren. Siehst du? Aber Knöpfe aktivieren. Siehst du? Ich mag das war Knöpfe genau drücken. Das, was ich dir vorhin vorgeworfen habe. Knöpfe drücken macht Spaß. Frag mal jeden 14-jährigen Jungen, die sagen, alle Knöpfe drücken macht Spaß. Das sag ich jetzt mal gar nichts. Ich rede von Knöpfen. Was tust du? Was machst du da? Wie wär's, wenn du einfach rüberfliegst? Ja, ist gut, jetzt springe ich hoch. Wollte. Spuck, Katze. War das jetzt die Rache, oder? Nee, das war aus Versehen. Sagen sie alle. Die Rettung kam. Danke dir. Nein! Danke! So viel kann ich nicht. Nein! Was tust du? Ey? So viel kann ich nicht hin und her timen. Oh, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Okay, das war jetzt wirklich mein Fehler. Nein. Ich merke, wenn ich einmal verkackt habe bei dir, wird das nichts mehr. Okay. Nein, Laser. So, und jetzt? Laser. Immerhin noch eine Minute Zeit. Weil da kommt man nicht rüber so. Nee, du musst nach links, aber in der Zeit, wo du nach links gehst, muss ich ja drauf gehen. Verdammt, ich muss wahrscheinlich einfach hier stehen bleiben und du springst direkt von meinem Kopf darüber. Verstehe, ja. Nee, da kommt. Du musst gucken, dass ich auch hier rüberlaufen kann in dem Moment, wo du. Okay. Oder Moment, ich muss hier. So geht's. Nee, da komme ich. Gegen das Feuerding und springst rüber. Nein! Ohne Doppelsprung. Musst du auf das orange Teil drauf, ne? Mach du, mach du mal. Schnell. Na gut, dann nicht. Ich kann nicht da raus. Du kannst übrigens in den Bereich von dem immer wiederkommenden Teil reinstellen, dann geht das nicht weg. Der kommt nicht wieder, so rum. Irgendwann schaffen wir das schon. Gut. Und mit meiner vollkommenen Ruhe davon kann ich gleich schon wieder neu anfangen, ey. Wir uns jetzt hier schon am Anfang so anstellen. Niemals, wir schaffen das mit anstellen.
Also ich war sonst in 17 Sekunden dein Dings oben, ne? Du hast jetzt 18 gebraucht und jetzt sogar noch ja, mehr. Ja, weil wir gerade ja schon am Prügeln waren. Wir sind zweimal gestorben, falls es dir entgangen ist. Ich kann nicht so viel, wenn du mich prügelst. Ich wurde halt hinterrücks mit einem Dolch erdolcht. Und der Räuber kann nix. Dieses Räuber kann nix von den Droiden. Nächstes drückst du diesmal nicht gleich Knöpfchen. Der unbekannte Bruder von von Asterix. Von Idefix. Sehr gut. Achso, ich muss da runter. Ich vergaß. Vergiss hier so, auch gleich nochmal. Ich bin runter. Wir drauf. Mach's doch langsamer statt alles auf einmal. Das ist viel zuverlässiger. Warum springst du an der Stelle? Aufspringen. Warum blockierst du mich beim Hochspringen? Dankeschön. Aber so früh waren wir noch nie an der Stelle. Grill! Nicht wieder grillen! Verdammt! Okay, ich trete hier runter. Stell dich so halb rein, dass ich auf dich drauf. 3, 2, 1. Oh, verdammt, ich hätte laufen müssen. Sorry. Wir haben noch Zeit. Oh, warte mal so halb rein. 3, 2, 1. Nein! 3, 2, 1. Ich schaff das! 3, 2, 1. Warum? Ich land nicht auf dem Ding. 3, 2, 1. Ey, jetzt aber. Jetzt! Geht doch. Oh Gott, endlich. I salute you, I truly do. Now let's grab Hattie and blow this pop stand. Hey, Hattie, stop messing around, buddy. Everyone's waiting for us. Something's very wrong here. Well, if you can't carry yourself, then we'll carry you for you. Hilfe! Back here! Mummy! Wir müssen laufen! Du hast den Kelch, ich hab Hattie, go go! Warum hab ich nur so einen albernen Kelch? Ich will auch einen Hattie. Gib nur einen Hattie. And so we finally made it back to the boat after a harrowing, exhausting adventure. I bet your dogs are barking. I mean, let's face it, most of that ordeal was unpleasant to the point of sucking a whole lot. But now it's time to relax in the forbidden moonlight of yesterday's promises, whatever that means, and treat ourselves to a nice big mug of hot cocoa. What do you say, Hattie? But Hattie wasn't his normal jovial self anymore, children. He didn't say a word. He didn't even respond to hugs. Freaking hugs! He loves hugs! But he wasn't moving. He wasn't even blinking. Where's he gone to? Where? Wiki wiki, give me that funky beat. So now it's come to an end. We tried so hard, but lost it all. And you were my best friend. You were my Paddington. Hattie. Paddington. And when you reached for help, we were too late to take your hand. But we're here now. You're the moon and we're your stars. And we're here for you as you fade into the dark. Fade into the dark. I love you, Hattie. So your best friend's a vegetable now. Blah, blah, blah. But you know what they say? When life gives you potatoes, you make potato salad. And I got just the recipe. Hit it! Buckle your pants, buckle, buckle your pants. Pull up your socks and dance. Buck, 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 buckle your pants. Buckle, 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 buckle your pants. Buckle your pants, buckle, buckle your pants. Hey, I said dance. Buck, 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 buckle your pants. Buckle, 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 buckle your pants. Buckle your pants, gentlemen. What? Buckle your pants, boys and girls of all ages. Buckle your pants,
or they might fall down. Hey, you, buckle your pants. Yes, you, buckle your pants. Everybody, buckle your pants. But if you don't want to, no, that's fine. Whoa. Buckle your pants, buckle your pants. Buckle your pants or your pants will fall to the ground. Buckle your pants. Because of them, yes. It all makes sense now. Okay. Alles klar. Das war ein interessantes Ende. It all makes sense now, ja. Mhm, mhm. Wenn du es verstanden hast, kannst du es bitte mir und allen anderen erklären? Nein. Das verstehen nur echte, gute Spieler. Nur Könige können das verstehen. Meinst du, es gibt ein anderes Ende, wenn man überall diese Zeitangabe schafft? Ich habe tatsächlich überlegt, ob es vielleicht ein anderes Ende gibt, wenn du nicht einmal stirbst. Aber ich glaube nicht. Schaffst du es in diesem Spiel nicht einmal? Also. Du kannst jedes Level schaffen, ohne zu sterben. Nein. Doch. Nicht, wenn du ein Mensch bist. Wie gesagt. aber ich war dran, ne? Wir waren ja zu spät. Vielleicht ist es wirklich so, wenn du die Zeit. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen will. Ich werde es nicht bei Eigenwissen rausfinden, aber ich werde es mal googeln. Ja. Okay, ich würde aber erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sind mit Battleblock Theater jetzt fertig. Mal sehen, was als nächstes ansteht. Wir werden irgendwas hoffentlich finden. Ja, und sagt uns mal, wie ihr das Ende fandet. Jungs. Und vielleicht könnt ihr es auch erklären in den Kommentaren. Das wäre noch besser. Ja. Ich glaube, der Hut führt ein eigenes Leben. Das ist die beste Grundlage für eine Fortsetzung. Jawohl. Ja, oder die Seele von Hattie ist jetzt im Hut. Mhm. Auch eine Theorie. Okay, also bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.